Ein wunderschönes Hallo und willkommen bei Destiny wieder, wo wir das DLC spielen, das erste DLC. Dunkelheit lauert. Jetzt haben wir wieder ein paar Questreihen, also eine Questreihe von der guten Iris Morn. Da müssen wir im Kosmodrom, also in Altrussland, Hexen und Ritter töten. Das machen wir jetzt. Dann müssen wir danach wieder zu der Guten hin. Und dann schauen wir mal, was sie für uns hat. Im letzten Part hat sie uns diese schöne, also das schöne Fusionsgewehr gegeben. Dieses Ding finde ich wirklich sehr schön. Und ja. Schauen wir mal weiter. Die zweite Questreihe, die sie uns gegeben hat, basiert auf einer Urne, die von diesem Schwarzmarkthändler verkauft wird. Der kommt aber nur am Wochenende. Jetzt haben wir leider Montag bei mir. Ja, der kommt dann erst wieder am Freitag. Jetzt kann ich erstmal so weit machen, wie die andere Questreihe geht. Und dann schauen wir weiter. Gut, mal sehen, was wir finden können. So, hier unten können wir gleich mal drei Schar töten. Die sind immer unten. Sind eigentlich ganz komische. Die sind von der Färbung sehr komisch. Die sind sehr schwarz, glaube ich. Die auf dem Mond und so sind alle anders gefärbt. Aber naja, die gehören auch dazu. Die alle schon tot sind. Da hat jetzt bestimmt nur einer gezählt, der Große. Da können wir mal gucken. Ja. Das habe ich mir gedacht. Aber ich habe eigentlich eine ganz gute Stelle, wo ich immer bin. Da laufen zwei, drei, vier Ritter laufen da immer rum. Da dürfte es sehr schnell gehen. Jetzt wollte ich gerade da lang fahren. Weg aber runter, ihr Pfiffen da. So. Ab hoch da. So, das hier ist dieses Fusionsgewehr von der Iris. Eigentlich sehr schön. Es sieht auch fast so aus wie diese weiße Scharwaffe, die man bei diesen Rittern kriegt. Im Kosmodrom und auf dem Mond sind immer so eine kleinen Events, wo so eine Krota-Ritter kommen mit Schwerter. Die können eine weiße Waffe droppen lassen. Die muss man denn mit Scharkills leveln, bis sie aufgelevelt ist. Und dann kann man sie in eine Legendäre verwandeln. Wenn man diese Legendäre aufgelevelt hat, kann man sie in eine Exotische verwandeln. Dazu muss man aber den Schlachtzug spielen auf Hard und diesen Krota besiegen. Dann kriegt man dieses exotische Stück, wozu denn... Ja, dieses exotische Stück braucht man denn für diese Waffe, dass sie sich weiterentwickelt. Aber schaff erstmal Krota auf den harten Schwierigkeitsgrad. Es wird, glaube ich, nicht so einfach. Der ist jetzt im Moment auch noch nicht frei. Aber der kommt diese Woche, glaube ich. Ja, ich glaube, diese Woche kommt er noch. Und wenn ich diese Aufnahme später freischalte auf YouTube, dann ist der Hard Mode, also der schwere Schwierigkeitsgrad, schon verfügbar. So, ein Bereich noch weiter und dann sind da so vier Ritter immer. Kann man immer sehr gut hin und her laufen. Ich denke mal, wenn wir das fertig haben, müssen wir auch wieder in die Stadt. Glaube ich. Ah ja. So. Jetzt sind wir hier. Und hier in dem Bereich spawnen die Gegner wirklich auch extrem schnell. Hier kriege ich natürlich auch sofort Raketenmuni. Bei Krotas Seele kam nicht so viel. Ich schieße auch erstmal 10.000 Mal daneben. Die Waffe hier ist auch sehr präzise, finde ich. Wenn man andere Fusionsgewehre so anguckt, die verziehen schon mal ganz gerne, aber die bleibt eigentlich sehr exakt. Also das Ding gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Ach da. Weg ist er. Mir gefällt dieses Fusionsgewehr sehr schön.
Da sehen sie zwei Stück, die tot sind. So, jetzt laufen wir hier noch, wissen wir, 4-5 Mal hin und her, und dann haben wir diese Questreihe. Oh, alle schon tot. In dem Bereich spawnen auch sehr viele Kisten immer. Wenn man hier mal so schön ringsrum immer in Kreis läuft, findet man so viel Kisten und Drehmetall. Ich habe bestimmt 1000 Mal Drehmetall oder noch mehr. So viel brauche ich gar nicht. Ich kann damit auch gar nichts anfangen. Ich kann es höchstens wegschmeißen von einer Klippe oder so. Schade, dass sie das System mit diesen Ressourcen weggemacht haben, dass man diese Ressourcen gegen Ruf eintauschen kann. Das haben sie ja weggemacht. Jetzt kann man nur noch Marken, also PvP-Marken oder diese Vorhut-Marken eintauschen gegen Ressourcen. Das haben sie eingefügt und das andere haben sie weggemacht. Da hätten sie auch beide lassen können. So, wo ist er denn? Da ist ein Ritter, der sich auflöst. Oh, da sind Spieler in der Nähe, die zum Strike laufen. Die spawnen ja mal hier. Oh, weg mit euch. Na? Egal. So, die sind auch schon wieder gespawnt. Die spawnen wirklich extrem schnell hier. Wenn man hier so viel weghaut oder nach einer bestimmten Zeit, flippt das ganze Gebiet hier aus. Dann bekämpfen sich die Gefallenen und die Schar wie bekloppt. Dann fliegen hier auch sonst wie viel Hexen und wat weiß ich rum. Das ist richtig schlimm. So. Er hat natürlich überlebt. Aber auch nicht lange. So, gehen wir mal hier hoch. Sind die vier Guten hier wieder da? Krotas Ritual beginnt hier auch immer. Entweder hier oder da drüben. So. Hauen wir die auch noch weg. Da kommt ja auch ein Ritter raus. Immer auf den Kopf. Ich muss natürlich nachladen. So. Hier kann man auch das Schwert nehmen. Ein bisschen Spaß mit haben. Aber dieses Schwert spawnt nach einer gewissen Zeit weg. So. Man muss auch immer alle wegmachen. Wenn man nicht alle wegmacht, spawnen sie nicht mehr nach. Was wollt ihr denn? Haut ab. So, da ist der Ritter. Der überlebt. Tja. Jetzt müssten eigentlich die anderen wieder gespawnt sein. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir schon haben. Bestimmt schon über 10, ne? Ah ja. Das ist korrekt. Da ist ein Rieder, der Tollwut hat. Wie viel fehlen da? Da dürfen noch nicht mehr so viel sein. So, mal gucken, wie den geht. Nee, nee, nee. Ein Hausbanner. Dafür kriegt man 100 Glimmer, glaube ich. Da sind schon wieder Leute für den Strike. Glaube ich. Einer nur, da lohnt sich meine Attacke nicht. Nimm die Hand. Nimm sie nochmal. So. So ist das. Och man. Die Aufgabe
Weiß ich nicht, es ist so ein ganz bisschen langweilig. Da hätte man auch was anderes machen können. Ja toll, er lässt ihn einfach am Leben. Was soll das denn? Das Gute ist, man kann diesen Spawn hier vorne auch austricksen. Die spawnen ja hier vorne. Und wenn man hier hinten reinläuft, spawnen sie eigentlich sofort nach. Ja, wie gesagt, einfach sofort. Oh, wenn ich jetzt wieder ringehe, müssten sie eigentlich wieder spawnen. Wenn nicht jemand anders den Spawn blockiert, wenn ein Spieler zu doll in der Nähe ist. Aber eigentlich müssten sie gleich spawnen. Immer ein gewisses. Ja. Jetzt sind sie wieder da. Jo. Der hat natürlich überlebt. Natürlich sind ganz viel Raketenmuni hier. So. Spawn. Ja. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Dinger spawnen. Das geht verdammt schnell. Und jetzt muss ich mal gucken, wo der... Ne, der ist weitergelaufen. Ich habe erst gedacht, er will hier hinten mal so rumlaufen. Dann blockiert er natürlich die Spawns. Ja, ich schieße natürlich jetzt hinmal daneben. Oh, stirb. Und wir haben es abgeschlossen. Sehr, sehr, sehr schön. Stellen wir uns erstmal hierher. Und machen erstmal den Müll weg. Das grüne Zeug brauche ich einfach nicht. So. Dann haben wir... Ja. Gehe zu Iris. Das machen wir doch mal. Immer dieses Hin und Her ist zwar ein bisschen nervend, aber... Es geht ja nicht anders. So. Orbit. Wir haben sogar was zum... Ja, was zum Abgeben in Turm. Dieses komische Hausbanner, glaube ich. So, fliegen, fliegen. Da sind wir schon auf der Erde und es dauert wirklich manchmal lange. Na los. Meine Güte. Na. So, jetzt sind wir in der Stadt. Von einem Gelehrten zum... Bring sogar 200. Ich hatte erst gedacht 100. Ja. Wie immer ein Vergnügen. Mal gucken, was die Iris jetzt möchte. Dich verloren. Ah ja. Eine kleine, zwei kleine, drei kleine Schar. Du vernichtest so viele. Nun sind keine mehr da. Aha. Okay, jetzt haben wir wieder drei Aufgaben für Altrussland im Patrouillenmodus. Und da muss man dann an drei Orten hin und also Leute töten von der Schar. Die machen wir. Den Zeichen auf der Spur bleiben. Toll. Ich wollte eigentlich alle annehmen. Was habe ich denn da? Das behalte ich.
Zwei muss ich wegmachen. Mach ich mal das hier weg. So. Sie werden. Es mag möglich sein. Dieser Weg ist notwendig. Wir sind sogar Rang 2 geworden. Und somit könnten wir das kaufen. Ja, die haben sie auch freigeschalten, Rang 2. Aber mein Titan hat schon Maximalrang und da könnte ich sogar alles kaufen. Sogar Warlock-Dinge und Jäger, da könnte ich dann in eine Bank legen und dann könnten die das rausnehmen. Alles machbar. Jetzt gehen wir Alt-Russland und haben Spaß mit den Char. Oder sie töten uns einfach. Das Gute ist, ich weiß, wo die alle sind. Das dürfte eigentlich ganz schnell gehen. Und mit die Bewaffnung, die ich habe, sowieso. Aber ich stelle mal wieder die Snipe ein. Von Tom zu Alt-Russland ist bestimmt so weit, dass es immer so lange dauert. Aber ich finde, die hätten auf der Erde noch mehr Gebiete freischalten können, wie... ja, es gibt ja Alt-Russland, warum nicht Alt-Tokio oder in Amerika irgendwo, keine Ahnung. Das wäre doch sau interessant. Aber nein, wir sind in Alt-Russland. Okay, dann suchen wir mal Ärger. Okay, wir suchen Ärger. Bam, bam, bam. Tin, tin, tin. So, man könnte natürlich auch woanders hinfahren für die erste Begegnung. Aber ich mach das immer so rum. Aber es ist eigentlich egal, wie rum man das macht. Man kommt immer auf denselben Weg hinaus. Was wollt ihr denn? Wollt ihr sterben? Ja, baboom. Dass sie sich immer wegbeamen. Oh, ich werde getroffen. Beam ich mich weg. Ich habe sogar meine 5 Raketen noch. Das finde ich sehr schön. Das erste Ding müsste eigentlich gleich... Jawohl, Mondkomplex. Und was war das verdammt nochmal? Spawn die erstmal vor mir. Hier muss man nämlich einen kleinen betenden Char umnieten. Was ist denn das da? Das habe ich dir nicht erlaubt, so eine komische Waffe. Da siehst du da. Und dann geht hier die Hölle ab. Oh, so wie ich habe. Ja, da ist er. Den muss man töten. Der für mir kein Problem ist. Das erste abgeschlossen. Bleiben noch 2. Der zweite ist, ja, wie heißt das Ding da hinten? Oh, wie heißt denn? Ah, ja, geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Geh. Oh mein Gott. Weg. Weg mit euch. Die töte ich jetzt nicht alle. Brauche ich nicht. Ach so. Die Hexe hat nichts. Was ist das denn? Kommen die hier hoch? Ja. Ich schieß erstmal 10-mal daneben. Kommen die da hochgelaufen? Ich glaub's auch. So, jetzt haben wir das erstmal geregelt hier. Jetzt sind noch Gefallene da. Die mich noch ein bisschen nerven.
Haut doch mal ab. Ich muss natürlich wieder nachladen. Jo. Das nächste Ding ist nämlich noch ein Gebiet weiter. Ach man, ach man, ach man. So, das ist Himmelswacht. Und wir müssen da hinten, da oben, da hinten rein. Da oben, da hinten, ja. Hört sich gut an. Da oben, da hinten. So, hier laufen überall auch böse Gegner rum. LOL! Wow. Ich habe gedacht, er hat das Schwert. So. So, jetzt, hier sind wir richtig. Das müsste die Raffinerie sein. Oder? Nee. Dieser Bereich. Raffinerie wird dann das letzte sein. Ey, manchmal habe ich Tomaten auf der Augen. Bam. Bam. Ja. So weit kommt's noch. So, hier müssen wir nämlich den Schader töten. Weil der hat da was, was wir möchten. Dieses Ding. Und der geht hier auch die Hölle ab. Dann kommt nämlich so ein Landungsschiff, Raumschiff von den Schar. Willst du von mir? Ich glaub's auch. So, da sind sie gespawnt. Sehr viele. Aua. Ui, Handfeuerwaffen. Fast Rang 3. Sehr schön. Und ich habe doch was getroffen. Ich wollte schon sagen, ich habe mal komplett daneben gedonnert. Aber das ging noch. Man muss hier drei so eine goldenen Typen töten. Zwei haben wir. Glaube ich. Und da kam ein grünes und ein blaues Engramm raus. Hat man eigentlich selten, dass zwei Sachen aus einem rauskommen. Ach, wo ist er denn, Mann? Du halt doch mal die Schnauze da oben. Die Dinger kann man nämlich abschießen. Na, jawohl. Schieß ich erstmal daneben. Was wollt ihr eigentlich von mir? Mach ich die auch noch kaputt, dass die Seite hier ein bisschen fröhlicher wird. So. Jetzt lässt er wieder Renner spawnen. Einer fehlt davon. So, und wo bist du? Da. Jawohl. Der war schon so gut wie tot. Na, spawnst du weg? Ne. Blaues Engramm. Jetzt gehen wir hier lang. Dann kommen wir nämlich an diese Küste an. Da wo auch der Eingang zu... zu Rasputins Bunker ist. Den wir in der Mission 2 erledigt haben von dem DLC. Und da war auf jeden Fall ein Sniper. So weit ist es eigentlich nicht mehr. Dew. Ah ja. Ich kann hier kein Fahrzeug benutzen.
Jetzt aber. Jawohl. So, jetzt kann man von hier aus gleich zum nächsten Bereich unten drin. Oh, ist schon eine kleine Strecke, die man hier fahren muss. So. Das dauert ein Gefallener. So. Die haben mich schon bemerkt. Ich hab's auch. Liegt da. So, hier rein nicht. Dann kommt man in den Bereich, wo das nächste ist. Das ist nämlich der Bereich, wo die Mission 1 stattfand. Ja, lass mich mal. Die muss man nicht töten. Da habe ich jetzt auch eigentlich keine Lust zu. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. So, Raffinerie, so wie ich gesagt habe. Da kommt man nämlich hier raus. Und eigentlich, ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich kämpfen sie hier. Und die interessieren uns auch nicht. Wir müssen nämlich hier vorne hin. Wir müssen diesen Typen erledigen. Man kann an den ran. Man kann ihm zugucken. Und eigentlich hätte er sitzen bleiben müssen. Aber egal, er muss sterben. Und wir müssen daran. Okay. Alles ein bisschen komisch. Und es müsste eine Hexe spawnen, die müssen wir töten. Die muss tot sein. Gut! Wo kommt ihr denn hier? Das ist merkwürdig. Warum bin mal da? Okay. Sie ist erledigt. Jetzt könnten noch... Ja, es kommen noch ein paar, die können wir noch erledigen. Ja. Grünes Engramm. Und ein Ascherhaufen. So, jetzt stellen wir uns noch hier hin. Gucken, was wir haben. Grüne Scheiße muss sofort weg. Blaues Engramm ist ganz okay. So. Dann müssen wir jetzt zu Stadt. 4-3 Aufgaben abgeben. Ach, wieder im Orbit. Das ist doch schön. Das macht auch Spaß. Oh, die Erde. So, jetzt aber mal ein bisschen schneller. La la la. Manchmal dauert das wirklich, das ist schon schön. Jetzt fliegt er runter und schwebt da noch mal eine Stunde rum. So, jetzt geben wir Engramm ab. Dann gehen wir zu der guten Iris. Und schauen uns mal an, was zu den Aufgaben sagt, die wir abgeschlossen haben. Wenn mal dieses schöne Raumschiff landen würde. So. Gut,
Fangen wir an. Nichts ist undurchdringlich. Komm bald wieder. Ja, wir da freue ich mich die doch. Herausforderung. Ganz toll. Dam, dam, dam. Mal sehen, ob der Turm etwas für dich im Auge hat. So, Mrs. Iris. Ich hab's geschafft. Alles ist jetzt möglich. Aha. Jeder eliminierte Gesandte von Crota ehrt die Verborgenen. Aha. Crotas Wachhund hat seinen Biss verloren. Was? Ein weiterer von Crotas Geschmeiß besiegt. Omnigul wird bald folgen. Nur Omnigul bleibt übrig. Crotas abscheulicher Wille und letzter Überrest seines inneren Kreises. Jage und vernichte sie. Niemand so, okay, Leute. Jetzt sind wir so weit, dass wir, also dass ich im nächsten Part den Strike mache, wo wir diese Omnigul zerstören müssen, platt machen müssen, zerstören, zerstückeln, ermorden. Und ja, das machen wir im nächsten Part. Dann mache ich jetzt hier Schluss. Dann sag ich mal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.